Hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Das ist mein zweiter Versuch, zu diesem Spiel einen Let's Test zu machen oder die Demo durchzuspielen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Beim ersten Mal war allerdings das Problem, dass meine Stimme noch nicht wieder vollständig hergestellt war und dementsprechend das Ganze mehr so unschön wirkte. Deswegen wollte ich das Ganze noch einmal machen. Was lässt sich zu dem Spiel sagen? Die Demo bzw. das Spiel selber wird in Visionaire programmiert, nachgebaut. Ist ein Remake vom Original Fate of Atlantis von Indiana Jones aus dem Hause LucasArts. Und das Remake übernimmt Went to Play. Das hat sich auf jeden Fall schon geändert, seitdem LucasArts in Besitz von Disney übergegangen ist, gibt es jetzt hier eben diese Copyright-Sachen. Ich hoffe, dass es da erstmal keine Probleme auf YouTube geben wird, aber das sehen wir dann. Ja, dann fangen wir doch einfach schon mal an. Jones, how are you gonna find this statue in all this junk? Ja, was haben wir denn hier alles? 270 Punkte und das ist alles verdammt laut gerade. Ich denke, ich werde einmal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen und die Lautstärke ein bisschen runterdrehen, damit mir die Ohren hier nicht wegfliegen. Einen Moment, bin gleich wieder da. So, und wieder da mit etwas weniger blutenden Ohren. Gut. Ich nehme auch wieder auf. Okay. Was bist du denn? Ah, okay. Das ist also quasi der Pause-Button. Das Menü. Das Menü ist aber noch nicht wirklich vorhanden. Das hier ist das Inventar. Natürlich die Peitsche. Wie sollte es auch anders sein? Also es ist auf jeden Fall schon wesentlich ausgefeilter, elaborierter als das erste, als die erste Demo, die ich da mal von gespielt habe. So. Ich glaube, das war doof. Schauen wir mal. No way am I putting my lips on that. Oh, ist aber schade. Willst du nicht knutschen? Ja, dann fass es mal an. Oh. Boy, are these faces hideous. Ja, das stimmt wohl. So, kann ich denn... That doesn't seem to work. Ich kann nicht. Okay, kann ich das damit? Okay, na gut. Laufen wir mal hier rum. Einmal angucken. Also, man sieht auf jeden Fall schon mal den Unterschied zum Original. Das Original war noch im Stil von Monkey Island quasi. Pixelig, aber cool. Und... vom Prinzip ist es eigentlich letzten Endes tatsächlich eine Kopie des Originalspiels. Das habe ich noch nicht gemacht. So. Und nochmal. There's something in there. It's a bag of sand. It could be useful. Jo. No way am I putting my lips on that. Das ist wirklich sehr, sehr tragisch, sehr, sehr schade. Ach ja. Die wunderbaren Ängste der Familie Jones. I'm not talking to that.
I hate snakes. Mhm. Du bist Indiana Jones und? I hate snakes. There's nothing I can do. Ja. Es gibt hier übrigens, glaube ich, noch keine Möglichkeit, sich die Interaktionspunkte anzeigen zu lassen. Man muss tatsächlich noch ein bisschen herumsuchen und dann überlegen, was man mit was machen kann. Looks like beadwork from the Phoenix Collection. It doesn't work. No way am I putting my lips on that. Mhm. Okay, das ist wahrscheinlich. I just thought Potlatch Indians carved this. Okay. So, und jetzt können wir auch wieder hochgehen. So. Gucken wir nochmal uns oben ein bisschen um. So. Was haben wir denn hier? It's some kind of funeral urn. Kannst du die nehmen? Can't use that. Nein. Da. There should be a stone carving of Shiva. Marcus had to replace it. It doesn't work. Ja. Was haben wir hier auf dem Bild? That's the place where I found the Holy Grail. Well, for a moment at least. Ja, also das heißt, die Handlung von Fate of Atlantis spielt nach dem dritten Film und vor dem vierten noch, der ja in den 60ern ist. Ach stimmt, das hatte ich auch, glaube ich, vorhin noch gelesen gehabt. Das ist Fate of Atlantis müsste in 1939 sein, gewesen sein. Ist schon sehr interessant eigentlich. So generell die Verortung der Indiana Jones Timeline. Auch dass der zweite Film eben vor dem ersten noch spielt letztlich. Aber gut. Mal sehen, was der neue Indiana Jones dann mit sich bringt. Denn Harrison Ford will ja vermutlich wohl seine Filme alle noch zu einem Abschluss bringen. Zumindest von den größeren Franchise. So. It won't move now. Okay. Kann ich denn? That doesn't seem to work. Okay. Kann ich? I can't use that. Okay. Kann ich eigentlich den Beutel selber? I can't use that. It's a bag of sand. Okay. Na gut, es ist nur ein Beutel voll Sand. It's a genuine candlestick. Okay. I can't use that. Auch das kann er nicht benutzen. Was haben wir hier? Mal gucken, wie hoch unser Score wird. It's a medieval gargoyle or a good imitation. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Die Leute haben sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, die Hintergründe neu nachzuzeichnen. In einem, ja, auf jeden Fall deutlich detailreicheren, in einem glatteren Stil. Die Charakteranimationen sind auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Sehen gut aus. Gefällt mir persönlich sehr gut. That doesn't seem to work. Und ich denke, ich werde mir dieses Spiel, wenn es denn irgendwann einmal fertig wird, denn die sind tatsächlich schon recht lange da dran, werde dieses Spiel mir dann auch holen. Ich werde auch den Link in die Beschreibung packen, wo ihr die Demo selber noch nachspielen könnt. Deswegen, ich denke, ich werde versuchen, diese 270 Punkte hier zu erreichen, aber schaut sie euch einfach selber nochmal an. Versucht selber nochmal zu erleben, wie sich dieses Spiel hier für euch anfühlt und versucht im Hinterkopf zu behalten, da kommt noch eine ganze Ecke mehr. Ja, ich bin auf jeden Fall schon jetzt begeistert von diesem Spiel, sonst hätte ich auch nicht den zweiten. Ja, das, oh je. Marcus Brody, ich weiß gar nicht, ob ihr alle Marcus Brody kennt. Marcus ist der etwas tollpatschige Museumsdirektor, also quasi sein Vorgesetzter. Und ich glaube auch der Dekan der Universität, an der er unterrichtet. Und ja, er ist ein besonderer Mensch.
In Schulnoten bzw. in Zeugnissen würde man wahrscheinlich sagen, er war stets bemüht. Ja, naja, wie gesagt, ich kann nur empfehlen, dieses Spiel einfach selber nochmal sich dann anzugucken und selber nochmal nachzuspielen. That doesn't seem to work. Kann ich denn vielleicht... That doesn't seem to work. Na gut. It's a crude copy of a Persian idol. There's nothing I can do. Sehr schade. Na gut. Dann geh doch mal wieder runter. Hier vorne war nichts, ne? Vordergrund macht Bild gesund. Sieht übrigens wirklich toll aus, wenn der Vordergrund nicht einfach völlig leer ist. Selbst wenn das hier nichts macht, egal. Hauptsache, man hat eben das Gefühl, der Raum bekommt ein bisschen mehr Dimension als, 2D, was natürlich bei so einem Spiel schwierig ist, aber ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, gucken wir uns die Regale doch nochmal an. Looks like textiles from the Shalmut collection. That doesn't seem to work. Okay, das gibt keine weiteren Punkte. Und immer mit Hut. Ich hatte... Was sagt er was? That's what I call a hard landing. Ja. Ich hatte ein Indiana Jones Spiel angefangen zu spielen. Ich glaube The Tomb of the Jade Emperor. Wenn er ins Wasser springt, verschwindet der Hut immer. Wenn er aus dem Wasser rauskommt, ist er wieder da. Vielleicht spiele ich das auch mal hier auf meinem Kanal an. Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. Aber mal schauen. Übrigens von wegen Detailverliebter. Schaut euch das mal an. Hier vorne. Mata Hari. Ist ein... Auch eine Geschichte, über die man sich vielleicht selber noch Gedanken machen muss. Ich weiß gar nicht, wird das überhaupt in der Schule drangenommen, Mata Hari? Oder habe ich mir das eingebildet? Ich meine, der Leistungskurs in Englisch hat das Buch sich mal angeguckt gehabt bei mir. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schon alles so lange her. Ja. Hier hinten die Aussicht auf die Stadt. Wunderbar. Also ich finde es großartig. Auch wenn es in grafikverwöhnten Zeiten sicherlich nicht mehr so viel hermacht, aber... An welche Details man als Zeichner denkt, ist manchmal schon sehr erstaunlich. Und ja, schauen wir mal hier. Buch über Töpfe. Ja, sagte der Professor in Geschichte oder Archäologie vielmehr. It won't move now. I think I've read them all. Okay. It looks fine where it is. There's nothing to use. It's a biography of Mata Hari by Hal Barwood. The name seems to be familiar. Ja. I can't use that. Nein. Okay. That doesn't seem to work. Okay. Bücher über Töpfe. Ups. Da habe ich kurz aus dem Spiel rausgeklickt. That doesn't seem to work. Ja. Entschuldigung. Aber das sagt mir, wenn ich das nächste Mal versuchen möchte, hier die Lautstärken einzustellen, muss ich nicht die Aufnahmen unterbrechen, sondern kann kurz raustappen. Ein Stuhl. Was macht denn der Stuhl? It's an old lecture hall desk. It has lots of gums stuck to it. One of the gums could be useful. Kid. I can't use that. That doesn't seem to work. Okay. Bücher über Werkzeuge. I can't use that. Bücher über Waffen. There's nothing of importance here. I can't use that. Okay. Bücher über Statuen. These books don't look familiar.
Oh, ich glaube, hier an dem Regal mache ich, glaube ich, erstmal lieber nichts. Ist hier noch irgendwas in dem Regal drin? Nee. Okay. So, bitte einmal kurz hochklettern. Kann ich hier oben was mit dem Kaugummi machen? Hier ist das Totem. I can't use that. Okay, kann That ich? doesn't seem to work. Nee, hier ist noch eine Schlange. I hate snakes. Ja, okay. It doesn't work. Okay, Regale, Kiste. Kiste. It's empty. Okay, die Kiste ist jetzt leer. Kann ich? And I can't use that. Na gut, dann gehen wir noch mal wieder darunter. I'm not talking to that. Okay. No way am I putting my lips on that. It's like talking to the wall. Ja. Ausgang. Schauen wir noch mal den Ausgang. I'm not leaving without a statue. Na gut. Hier ist nichts weiter. Gut, dann. Better get that roof checked. Da ist ein Buch. It doesn't work. Okay, Moment, vielleicht. That doesn't seem to work. Es funktioniert aber auch nix hier. Meine And I can't Güte. use that. Nee. That doesn't seem to work. Na gut. Okay, einmal schauen. Miscellaneous antique vases. Übrigens hier vorne, die kleine Tiki-Statue hier. Ich finde das aber so schön. Das ist die Statue aus dem Tempel aus dem ersten Film, direkt am Anfang, wo die berühmte Szene mit dem großen, mit dieser großen Steinkugel passiert. Großartig. Ich habe immer wieder Spaß, wenn ich das sehe. Ich habe auch hier das große Kompendium, das Artbook quasi zu allen Indiana Jones Filmen. Ich kann es wirklich empfehlen. Schaut euch solche Sachen an. Es macht die Filme nicht unbedingt besser, aber interessant zu wissen, was eigentlich da passieren sollte und in welche Richtung sich so ein Film entwickelt hat, wie die Werbung da gewesen ist. Ich meine, es ist in den 80ern, Anfang der 80er gewesen. Und beispielsweise sowas wie König Salomons Minen mit Richard Chamberlain. Das kennt heute keiner mehr, aber Indiana Jones kennt jeder. There's nothing I can do. Kann ich denn jetzt endlich was mit dem Beutel hier anfangen? I can't use that. Nein, na gut. Miscellaneous antique vases. Okay. There's nothing to use. That doesn't seem to work. Okay. Hier hinten ist nichts mehr. Übrigens auch wieder hier, Vordergrund. Großartig. Man hat immer das Gefühl, tatsächlich irgendwie mit im Bild zu stehen. I can't use that. Kann mir fast gar nicht vorstellen, dass ich hier nicht schon was übersehen habe. Miscellaneous antique vases. Ja. There's nothing to use. Schubladen, kann ich Oh, die it's fine where it aufmachen? is. Okay, ich darf die nicht aufmachen. No way. It looks fine where it is. Na gut. Guck dir mal die Statue an. It looks like a golden statue. Ja. It's plastic. I don't need that. Oh. Kann ich? That doesn't seem to work. Nein? Okay. Schade. Top Secret. Hier ist nichts weiter, ne?
Da an das Buch komme ich nicht dran. Okay. Possibly an ancient Mesopotamian cat god. It looks fine where it is. Ich habe dir auch nicht gesagt, du sollst sie aufheben. Hier hinten ist nichts, ne? Moment. So, jetzt vielleicht. Possibly an ancient. I don't want to. Zack. No way am I putting my lip. Oh. Armes Kätzchen. An imitation of Bast, cat goddess of fertility. I don't want to damage it. An imitation of Bast, cat. Oh, looks fine. Na gut. Tut endlich Amuns Katze. Ja, der Kindkönig. One of Tutankhamun's pets. It looks fine where it is. One of Tutankhamun's pets. I don't want to damage it. Na gut. Okay. Dann. A cheap copy of a Siamese idol. Ja. Okay. Oje, oje. A fine sample of bitumen. So, habe ich jetzt genommen? Ja. Kann ich denn hier irgendwas kombinieren? Nee. Hier ist die Ofentür. It's very hot. Oh, it's hot. Kann ich den da reinwerfen? Kann ich die Kohle da reinwerfen? Kann ich das Kaugummi da reinwerfen? Ah. Naja, seht ihr hier diesen Staubsauger? Ne, von wegen Easter Eggs und sowas. LucasArts, es ist einfach, ah. Ich erinnere mich gerade nicht mehr daran, wie das im Original ist, ob der da auch da steht, aber ich weiß nicht, er kommt mir sehr bekannt vor. It looks like an old vacuum cleaner. According to the label, the model number is R2-D2. Why does that sound familiar? Ich habe keine Ahnung, Han. Ich meine, Indiana. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr dran, wie das war bei Star Wars. Das wisst ihr vielleicht. War das Ursprungsmodell nicht tatsächlich irgendwie aus Staubsauger-Einzelteilen zusammengebaut? Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. That doesn't seem to work. Nein. Ein Fass. Barrels full of petroleum. I can't use that. Okay. Dann nimm doch mal das schmutzige Tuch. Oh, jetzt hätte ich es erst. Moment. Zack. It's a greasy old towel. Okay. It's a piece of coal. It's very sticky gum. Okay. Ja gut, das hatten wir ja schon. So. Mal zumachen und das Fass. Darf auch nichts machen. Nichts darf man hier. Verdammt. Ja. Dann mach doch mal den Spind hier auf. Ups. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hier ist, was ich gesucht habe. A strange looking thing. I wonder where Marcus picked it up. Ja. Wir haben hier It's a strange looking statue. There's nothing I can do. Okay. Das vielleicht? I can't use that. I can't use that. Das vielleicht. Ich bin getroffen? Nee, ne? Nee. Na gut. Dann. Du hast die Statue bereits, dann geh. Wir können jetzt übrigens hier nochmal im Haus hin und her gehen. Ich habe allerdings ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt nochmal wild hin und her probieren, aber ich habe tatsächlich keine großartige Ahnung.
There's nothing to use. Was ich hier genau mitmachen kann. Ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht kann ich auch noch gar nichts damit machen. Where have you gone, Joe DiMaggio? No way. Okay. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier hochgehen, aber ich glaube, das lohnt sich jetzt erstmal nicht mehr. Ja, ich ziehe das jetzt noch fertig durch hier. Und dann... Ja. There's my office. Genau. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Okay. Exploring our collections can be dangerous. Mr. What was her name again? Smith. Tell me, did you find a lock to match my key? Take a look. What are you waiting for? Let's open it. Why not? It's obviously a fake. You may think so, Doctor, but I believe we are opening a new chapter in history. My word, Indy, a small metal bead. Jewelry, perhaps? I still think it's a fake. Then you won't mind if I take it. Really, Mr. Smith? Stand back, gentlemen. I hope you've got a getaway car waiting. You'll need one. Wo ist Fritz? He got away. But we got his coat, Marcus. Hey, what's this? Klaus Kerner, huh? Good lord, Indy, the man's some sort of secret agent for the Third Reich. What does a spy want with a phony statue? I lied, Marcus. I don't think it's a phony. I can't place the style, but it's old. Look what else our friend was carrying. No copy of National Archaeology, and there you are in Iceland. Yeah, field supervisor for the Jastrow expedition. My first real job. Who's the woman? Sophia Hapgood. She was my assistant. A spoiled rich kid from Boston rebelling against her family. Where is she now? She gave up archaeology to become a psychic. How odd. You can say that again. Indy, Kerner found you. What if he finds her? We should warn the woman. You're right. I want to know more about that statue. You know, Marcus, the coldest year of my life was the one I spent in Iceland with Sophia. Kann ich eigentlich... Ja, ich kann tatsächlich nochmal zurückgehen. Die 145 verletzen mich doch ein bisschen. Ich könnte jetzt in das Auto steigen und die Demo beenden, aber ich habe irgendwie Lust, gerade nochmal ein bisschen weiter zu gucken. Und ich nehme euch einfach noch ein paar Minütchen mit. So zwei, drei Minuten habe ich noch. Zeig dir mal her. Zur Story selber möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen. Außer ihr könnt euch bei GOG, könnt ihr Fate of Atlantis kaufen und selber spielen. Nicht das hier, sondern die Urversion. Ich glaube, das war tatsächlich einer der besseren Indiana Jones Geschichten und durchaus noch einen Blick wert. I can see a few students studying in the park. It doesn't work.
Schreibtisch. Was gibt's denn hier? It looks like the Roman numeral. Ups. Okay. It doesn't work. It's a desk. It's a desk. Okay. It looks like the Roman numeral paper scrap from the Grail Diary. That doesn't seem to work. Na, nimm's mit. No way. Das Gralstagebuch von seinem Vater. Ja. Teil 3. War schön. Bücher über Statuen. Der Stuhl. Gehen wir nochmal ganz hoch. So. Ein dreckiges Handtuch. Die Statue hat er natürlich nicht mehr mit. Das ist aber auch, glaube ich, nicht so schlimm. Wir haben hier das Kreuz. Da, den Krieger mit Speer. Nein. Okay. Well, I can't use that. That doesn't seem to work. It doesn't work. Tja, das Kreuz kann ich. That doesn't seem to work. Nein. That doesn't seem to work. Tja, hier ist das Bild. Kann ich das Bild mit dem Tuch abwischen? That doesn't seem to work. Nein. Kann ich... Hatte ich das eben? Nee, ich glaube nicht. Eigentümliche Statue brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ach, hier ist noch eine Truhe. Die hatte ich eben noch gar nicht gesehen. Marcus still thinks this chest belongs to Columbus. Okay. There's nothing to use. I can't use that. I can't use that. That doesn't seem to work. Ich probiere einfach mal nochmal kurz. Ich habe aber ehrlich gesagt gerade keine richtige Idee, was genau ich hier gebrauchen kann. Hier ist die Gargoyle-Statue. Kriegt der vielleicht... Nein. Könnte das... Nein. I can't use that. Nein. Okay. Tja. Ist hier noch irgendwo etwas, was ich vielleicht übersehen habe? Ach ja. Wenn man so blind durch die Spiele geht. Immer wieder schön. Er sieht so schön geleckt aus in seinem Anzug. Unfassbar. That doesn't seem to work. Was hat er dazu nochmal gesagt? Boy, are these faces hideous. That doesn't seem to work. No way am I putting my... Okay. I can't use that. It's a bag of sand. Sack voller Sand. Hier ist die Kiste. That doesn't seem to work. I can't use that. Ich möchte gerne was kombinieren können. I can't use that. Das wurmt mich ein wenig. I can't use that. Regale. Looks like beadwork from the Phoenix collection. Okay. I can't use that. I can't use that. Nee. Na gut, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung und bevor ich jetzt hier stumm einfach weiter probiere und nicht vorankomme,
sage ich für dieses Let's Test erstmal Adieu. Ich packe den Link zu der Webseite in die Beschreibung. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Däumchen da. Wenn nein, dann tut mir leid, dass ich eure Zeit ein bisschen vergeudet habe. Ich freue mich aber über jeden Kommentar, jeden Verbesserungsvorschlag und wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und bis zum nächsten Mal. Nein, Moment. Jetzt hätte ich euch fast was vorenthalten. Und das werde ich auf jeden Fall euch noch zeigen. Halte jetzt aber schon mal die Klappe, denn da gibt es jetzt nicht mehr großartig was zu sagen. Das hatte ich jetzt wirklich schon fast vergessen. Jetzt habe ich die Abmoderation schon gemacht und habe das Spiel noch gar nicht fertig. Meine Güte. Auf zum Taxi. Ein bisschen voreilig. Gut. Und auf. Hello there. The show's sold out, sir. Now wait. No seats, no standing room, no exceptions. Of course not. Madame Sophia is a serious thinker. Don't get around, pal. You're talking about my idol. Here, my friends, is Atlantis, as it might have appeared in its heyday. Glorious, prosperous, socially and technically advanced. Dr. Obermann, fantastic news. I think we've found the treasure we seek. Listen to this. Germans claim victory in the worldwide race to smash the uranium atom. You're lucky I don't have you arrested. So what if I kept a few pieces for myself? Did you see that? Yeah. Creepy. Is your electric bill paid up? That was Nurab Sal. His spirit is close. There are rumors about such a book, but I've yet to see it. There are two people you might want to visit. I am convinced that these travelers came to Earth to form colonies like Atlantis. Why, the Jastro expedition, the one you both worked on. Recently, I saw pieces from it. I hope so, Mr. Charles Stonehart, PhD, independent thinker, researcher, and merchant. Can we take a look inside? How do I know that you aren't just a pair of silly tourists? So, jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.